Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier und heute habe ich mir überlegt, sprechen wir wieder über ein paar günstige Düfte. Und mit günstig meine ich, in der Regel sind wir hier unter 30 Euro. Wir haben hier ein, vielleicht auch zwei Kandidaten dabei, die so bei 30, 35 Euro liegen, je nachdem, wann du dir das Video anschaust, wie da gerade die Preise sind, ob man irgendwo Rabatte bekommen. Aber wir sind auf jeden Fall unter 50 Euro, das auf jeden Fall, und wir sollten auch unter 40 bleiben, von dem her alles mega entspannt. Schöne Sachen dabei. Zwei Düfte, die ich in den letzten Videos einzeln besprochen habe, die ich hier nochmal in die Liste mit aufnehme für all jene unter euch, die nicht so auf diese Einzelvorstellungen abfahren, ja, die sich lieber die Listen anschauen. Und ja, 6 Stück, wir starten los. Und zwar mit dem ersten Duft. Nehmen wir den hier. Karl Lagerfeld Classic. Das müsste die Version 1978 sein. Natürlich nicht der Flakon aus diesem Jahr 1978, sondern ein moderner Flakon. Aber ihr wisst, worauf das Ganze hinausläuft. Und das ist ein Duft, der jetzt nicht unbedingt für die wärmeren Tage geeignet ist, aber ein Duft für die Abende, für den Gentleman und für denjenigen, der ein bisschen ja, eine ältere Duft-DNA sucht. Und eine Duft-DNA, die sehr eigenständig ist und die einfach sehr eigen ist und sehr kreativ, wie ich finde. Das Ganze dreht sich hier, wie ich finde, ein bisschen um den Tabak. Wir haben etwas Dunkles, wir haben etwas Warmes, Würziges. Wir merken so ganz leicht diesen Hauch von Frische, von Moosigkeit. Ja, dieses männerfrisch rasierte Thema, was so im Untergrund ein bisschen herumwabert, eben überlagert von diesem Tabak, von dunklen, warmen, würzigen Noten und eine Art der... Ich würde diesen Duft fast schon als, wie sagt man, ganz, ganz leicht, dezent melancholisch einordnen. Er bringt irgendwie so etwas mit sich. Ich muss schauen, der Flakon reflektiert hier so ein bisschen im Licht. Eine Art der Melancholie, die in diesem Duft mitschwingt, nehme ich so zumindest wahr. Aber alles in allem ein sehr stimmungsvoller, sehr charaktervoller Duft, den man auf jeden Fall... den man probieren muss. Ja, ich meine, für das Geld, diese 100 ml, das sind 75, 100 ml... Der kostet so um die 15 oder 20 Euro. Ich meine, viel mehr habe ich nicht bezahlt. Ich habe vorhin nochmal geschaut. Der bewegt sich irgendwo zwischen 15 und 25 Euro. Das ist nicht wirklich teuer. Aber definitiv eine Duft-DNA, die nicht jeden sofort abholt. Sie ist einfach relativ komplex. Sie ist relativ altmodisch. Aber wie ich finde, sehr, sehr schön. Dieses Zusammenspiel aus ein bisschen Frische, aus ein bisschen Würze, aus ein bisschen charaktervoll allerlei. Und dann so dieses Warme und dieser Tabak mit oben aufgesetzt. Sehr, sehr interessanter Duft. Ein absoluter Wohlfühlduft, wie ich finde. Der sehr hochwertig riecht, der sehr reich riecht. Und das Ganze für einen sehr, sehr schmalen Preis. Und wir haben einfach den Namen Lagerfeld drauf. Ja, Karl Lagerfeld kennen wir alle, wir wissen Bescheid. Von dem her, schöner Duft, klare Empfehlung, den hier mal auszuprobieren. Und dann kommen wir zum nächsten Duft. Und zwar, ja komm, nehmen wir den, den ich in einem der letzten zwei, drei Videos vorgestellt habe, je nachdem, wann ich dieses Video hier hochlade. Und zwar der Al-Nashama Caprice aus dem Hause Latafa. Ein Duft mit sehr, sehr großen Ähnlichkeiten zum eingestellten Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme Bleu Électrique. Und für alle, die diesen Duft mögen, den werdet ihr auch mögen. Und alle, die diesen Duft nicht kennen, wir haben hier die La Nuit de l'Homme DNA. Ein bisschen frischer, ein bisschen sportlicher kann man durchaus sagen. Mit weniger Kardamom, dafür einer sehr schönen, belebenden Ingwernote mit oben drauf gesetzt. Und alles in allem ein sehr schön tragbarer Duft. Auch für die wärmeren Tage, finde ich. Denn er bringt auch diese spritzige Frische ein bisschen mit. Diese ganz leichten Duschgel-Akkorde, die hier mit aufsitzen. Und sonst ein bisschen dunkler und ein bisschen cremiger als der Original Bleu Electrique. Aber die Unterschiede nur im direkten Vergleich zu spüren, von meiner subjektiven Wahrnehmung heraus zumindest betrachtet. Sonst sehr schönes Teil, Bleu Electrique aus dem Hause Latafa zum schmalen Preis. Ja. Al-Nashama Caprice. Ihr müsst hier darauf achten, dass ihr euch den Caprice holt, nicht den normalen Nashama. Und übrigens das hier ist Deckel, ja. Das ist das Flakon, also das Deckel. Das ist schon eine sehr aufregende Gestaltungsweise hier. Dann möchte ich euch zeigen, ja komm, wir nehmen den günstigsten hier aus der ganzen Reihe, nämlich aus dem Hause Milton Lloyd, der Bondage Homme. Den haben wir hier einmal und das ist ein Duft, der, ich sag mal schlicht und ergreifend, riecht wie Jean-Paul Gaultier Le Male, wie eine etwas ältere Formulierung mit ein bisschen mehr Haltbarkeit, ein bisschen mehr Dichte, ein bisschen mehr einfach in diesem Jean-Paul Gaultier Le Male Thema drin für einen Preis von, ich habe gerade eben nochmal geschaut, du bekommst diese Flasche, das sind... 50 ml,
Ich meine vorhin, der hat gekostet 6,98 Euro, also knapp unter 7 Euro für das Teil. Und das ist wirklich gut. Gute Haltbarkeit, gute Projektion, sehr schöne altmodische Limal-DNA. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Der einzige Nachteil, wenn man den so bezeichnen möchte, oder was ich jetzt persönlich nicht so schön finde, ist einfach der Zerstäuber. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, denn kann man das hier sehen? Ja, so dieser Deodorant-Aufsatz und genauso sprüht er auch. Ja, das heißt, der hört nicht auf. Außer du hörst auf und nah rangehen. Der fächert extremst weit, extrem fein. Also mit Bedacht herangehen, drücken und dann wieder aufhören. Das ist kein üblicher Parfumzerstäuber, sondern schon so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut. Und auf jeden Fall besser als das aktuelle, was man von Jean-Paul Gaultier aus diesem Le Mal-Universum zu kaufen bekommt. Also der ist besser als der ursprüngliche, also als der jetzige Le Mal. Der ist schon echt top. Und Preis-Leistung, was mega. Preis-Leistung ist absolut gigantisch. Also für 7 Euro, 50 ml. Da kann ich kein schlechtes Wort finden und wollte es nur so als beiläufiges Machwerk erwähnt haben, dass der Zerstäuber eigenwillig arbeitet. Und sonst, was? Ja, Milton Lloyd, Bondage Man. Ich verlinke alles, soweit wie ich es finden kann. Über diese Idealo-Vergleichslinks unten in der Videobeschreibung könnt ihr mal schauen bei Interesse. Oder wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es auch noch so. Machen weiter. Auch ein Duft, den ich euch in den letzten Videos gezeigt habe, der Afro Leather von Maison Alhambra. Ein Duft, den ich eigentlich, oder bei dem ich eigentlich dachte, dass es ihn nicht mehr gibt, weil er einfach so ähnlich aussieht zu dem originalen Mimo Paris African Leather. Und ich in der Meinung war, dass man dort aus rechtlichen Gründen die Sache einfach eingestellt hat. Aber es gibt ihn noch, wer weiß wie lange. Und ja, dieser Duft riecht wie der Afro Leather von, wie der African Leather von Mimo Paris. Nur am Anfang extremst durcheinander. Man muss dem Duft ein bisschen Zeit geben, 5 bis 10 Minuten, dann sammelt er sich. Und dann ist er allgemein ein bisschen frischer, ein bisschen leichter und findet nicht ganz so diesen atmosphärischen Tiefgang wie der African Leather. Für alle die, die das sehr genießen, diesen Duftverlauf im African Leather, ich bin da mittlerweile echt großer Fan davon geworden. Ich habe den getragen in der letzten Woche, in den letzten 2 Wochen und bin einfach nach wie vor hin und weg von diesem tollen Duft. Der ja ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen leichter, ein bisschen... Ja, das war's. Sonst schön. Für den Preis kann man das allerdings machen. 20 Euro plus Versand. Ja, also sehr, sehr schön. Eine Duft-DNA, die man immer und überall tragen kann. Und das ist einfach genial. Ja, solange wie es die Sache noch gibt, keine Ahnung, ob man die wieder überall kaufen kann oder ob man so nach und nach die Reste abverkauft. In dem ja schnell sein kann, sich da eventuell lohnen. Deiner Duft, oder na, eigentlich haben wir jetzt 2 Düfte genau passend für die kommende Jahreszeit, für die kommenden Tage. Einmal aus dem Hause Issey Miyake, den Pure Homme, den haben wir hier. Und den bekommst du auch entspannt für unter 30 Euro, je nachdem, welche Größe man kauft. Ich habe hier, was habe ich eigentlich für eine Größe? 75 ml. Ja, der liegt irgendwo bei 20, 25 Euro. Und das ist einfach ein richtig schöner, frischer, zitrischer, leichtholziger Duft. Aufgesetzt mit dieser Yuzu-Frucht müsste das sein, die einfach so schön fruchtig, saftig daherkommt. Und das im Zusammenspiel mit diesen mandarinigen, zitrischen Noten einfach ein ganz fantastischer Sommerduft. Es macht Spaß, diesen Duft zu riechen. Es macht einfach Spaß, diese Jahre schwarz zu nehmen. Es bringt gute Laune, es erfrischt. Und es ist einfach genau das für den Sommer, für einen schmalen Preis. Und er riecht, finde ich, dazu so schön natürlich, so echt. Und einfach dieses so locker leichte, sommerliche Dahingehen. Ich finde ihn toll. Und Preis-Leistung, eben schon gesagt, mega gut. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, probiert den aus. Issey Miyake Pure Homme. Oder nur Homme. Pure. Den haben wir hier. Und dann den letzten Duft hier in diesem Video für heute. Und da muss ich mal den Flakon mal ein bisschen putzen. Ich habe der Deckel hier drauf. Also es geht um den Armaf Club de Nuit Sillage. Ihr seht schon, der Flakon, der reflektiert extrem hart. Ich weiß gar nicht, wie ich den tragen soll, sodass die Kamera den halbwegs kriegt. Bei meinem Flakon ist es so, der Deckel ist einfach mal übel fest drauf. Und ich habe vorhin diesen ganzen Flakon von allen Seiten angetatscht, bis ich diesen blöden Deckel abbekommen habe. Einfach ein richtig schöner, natürlich sommerlicher Duft. Er hat für mich eine gewisse Cremigkeit an sich, das schicke ich voraus. Und das ist irgendwo eine sehr schöne Mischung zwischen einem Casemurati Mephisto, den ich auch extremst toll finde, von dem ich den übergroßen 30 ml Flakon bei mir habe. Und ein bisschen Silver Mountain Water von Creed. Ich finde den einfach ein bisschen ähnlicher,
zum Mephisto, muss ich ehrlich sagen, als im Silver Mountain Water. Aber im Endeffekt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Schön, frisch, zitrisch, ein bisschen Johannisbeere, ein bisschen leichte Eleganz, dieses leicht cremige, finde ich zumindest, was so ganz dezent unten herum mitschwingt. Und sonst für mich ein sehr, sehr schöner Sommerduft. Top Haltbarkeit, Top Projektion. Viele kritisieren an diesem Duft, dass er einfach zu stark ist, dass er zu synthetisch daherkommt. Also eine synthetische Art und Weise des Duftprofils mit zu starker Projektion, zu starker Haltbarkeit. Dann kann man einfach ein bisschen weniger sprühen. Ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde ihn hier genau richtig. Es macht mir Spaß, diesen Duft zu tragen. Ich finde ihn toll. Er bringt mir gute Laune. Und ich weiß immer, er hält und er ist bei mir. Ich finde das toll. Und ich habe vorhin nochmal geschaut, diese 105 ml. Ich meine, Parfümzentrum war das für 35 Euro. Und da habe ich auch schon öfter bestellt. Die sind seriös. Das kann man durchaus machen. Auch das verlinke ich unterhalb in diesem Video, in dieser Infobox, falls eure Adresse besteht. Und kurzum, ich finde ihn toll. Ja, Ende aus. Top Sommerduft, Frühlingsduft, gute Laune Duft. Armav, Club de Noisiage. Und mit diesem synthetischen gehe ich durchaus mit. Ja, ich muss ehrlich sagen, ein Mephisto, den ich habe, der riecht natürlich ein bisschen echter, ein bisschen vollmundiger. Der kommt einfach viel saftiger und schöner daher. Da muss man sich aber auch den Preisunterschied klar machen. Und ich trage ihn auf meiner Haut und laufe dann mehr oder weniger in meinem eigenen Duftschweif umher und werde so aus der Entfernung mehr oder weniger eingehüllt von diesem Duft und ich hänge nicht hart auf der Hand drauf. Und nur da nehme ich das so stark wahr, wenn ich da so in meinem eigenen Duftschweif irgendwie ausharre, dann ist das Ganze relativ entspannt, von dem her ist das okay. So, damit bin ich durch für dieses Video. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zuschauen, wünsche noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.